Herzlich willkommen im Jahr 2014. Ja, es ist soweit, Silvester ist vorbei. Wir haben jetzt 2015. Ich bin halt einerseits ganz froh, andererseits ein bisschen traurig, weil 2014 halt super cool war. Falls ihr mein Video dazu noch nicht gesehen habt, dann denke ich es euch halt noch. Aber ich hoffe auch, dass dieses Jahr sehr schön werden wird. Und ich habe noch meinen Reisemonat, das wird eh super klasse. Und ach, alles wirklich, was noch kommt, wird auch dieses Jahr wieder schön. Ich bin fest davon überzeugt. Aber ich wollte euch heute noch einmal so erzählen, wie ich Silvester verbracht habe, was so alles passiert ist. Und ja, eigentlich wollte ich mir ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Achso, und falls ihr euch wundert, ich habe meine Arbeitssache gehabt. Also das ist so der Degree. Und meine Haare sind auch komisch, aber so muss man halt als herumlaufen. Ja, ich bin so drei Freunde mit dem Kopf und wir wollten ein gemeinsames Feuerwerk ansehen. Zuerst haben wir Pizza gegessen. Die war richtig cool. Das war so fetten Pizzastückchen. Also richtig so typisch amerikanisch wie ey. Und wir mussten die eine leider wieder weg, aber wir sind weitergegangen und sind dann erstmal durch so eine Partystraße gegangen, also da wo ganz viele Bars sind und Clubs und so. Wir wollten eigentlich auch erst irgendwo reingehen, aber es ist halt alles ein bisschen blöd, weil man wirklich 21 ist. Wir haben uns halt nicht irgendwie getraut, da einfach so mal das auszuprobieren. Und naja, aber trotzdem war es sehr schön, die Musik zu hören. Es geht ja auch nicht darum, irgendwie jetzt Echo zu kommen. Ich wollte ja einfach nur Musik hören lassen, ne? Das ist halt so ein bisschen schade, dass man das hier nicht darf. Alles ist so lustig, dann sind wir an die Bay Bridge gegangen. Es waren so ungeheuer viele Leute dort. Richtig, richtig unglaublich voll. Und da musste man natürlich auch mal die Schlangen sehen an den Toiletten, weil irgendwie gab es nicht genügend Toiletten. Wir haben zwar schon eine Dixie-Version überall aufgebaut, aber ich habe von einer gehört, sie musste eine Stunde, dann mussten sie da anstehen. Es war nämlich auch sehr, sehr voll, weil jeder anstehen wollte. Wir sind dann so selten an so einen Pier gegangen und da war ein freies Toilettenhaus, so ein ganz richtig schönes. Ich zeige euch das mal, ne? Es war Musik und alles drin, richtig schick. Und wir sind dann auch gleich da am Pier geblieben, da waren noch ein paar andere Leute noch und so. Und wir hatten halt direkt einen Blick auf die Brücke, auf die Bay Bridge. Und da drüber war dann sozusagen das Feuerwehr. Und man da halt so ein bisschen und wartet auf Neujahr. Zählt die Stunden und Minuten, denkt nochmal drüber nach, was denn alles so Schönes passiert ist. Und was alles noch auf einen zukommt und ach, einfach, das Leben ist cool, oder? Ich mag Leben. ja, und dann irgendwann, das Dumme war, es gab keinen richtigen Countdown. Irgendjemand hat auf seine Uhr dann irgendwie so einen Countdown gemacht, ne? Dann haben alle so gezählt und wir haben falsch gezählt. Das Feuerwerk fing schon an und da war noch nicht neu, ja, keine Ahnung. Naja, aber seht selbst, ich habe hier einen kleinen Ausschnitt für euch.
zum Vergleich einmal hier. Das war so unglaublich klasse da. Und ich weiß nicht, in Deutschland finde ich es selbst, den Feuerwerk machen kann. Man steht dann mitten in der Action irgendwie drin. Ist alles so direkt um einen herum. Und hier war es halt so ein bisschen langweilig, weil es jetzt nicht so super eindrucksvoll war. Es war halt ein Feuerwerk, aber kein Silvesterfeuerwerk, würde ich jetzt mal so sagen. So ein ganz normales kleines. Es war ein bisschen schade, aber es war trotzdem natürlich sehr, sehr schön, dass wir es angeguckt haben. Und ja, ich freue mich ehrlich gesagt super auf nächstes Jahr, wenn ich wieder in Deutschland bin und da selbst meine Rakete anzünden kann. Yay! Yeah. Und weiß nicht, eigentlich bin ich immer zu ängstlich für Raketen. Ich habe immer diese kleine Boden-Kinderfeuerwerkssache. Aber jeder wie er mag. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start ins neue Jahr. Was mache ich mit meinem Arm? Was immer ihr euch vorgenommen habt. Ich hoffe, ihr könnt es schaffen. Eure Wünsche gehen in Erfüllung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.